Kleiner Tipp, Leute, es gibt von ESN auch ein sehr, sehr gutes Isolat. Kickbox-Weltmeister Michael Smolik hat ein besonderes Laster. Ich bin süchtig nach Knockouts. Knockouts sind sein Lebenselixier. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Ja, Premiere für Markus, er ist in seinem ersten Werbefilm dabei. Es geht nämlich heute um Supplements im Kampfsport bzw. Whey-Eiweiß im Kampfsport. Und ja, man muss dazu sagen, das ist natürlich in dieser Form Product Placement, es ist eine Werbung. Aber ich kann garantieren, ich bewerbe nur Sachen, die ich selber qualitativ für hochwertig erachte. Und ich habe letztens einen Post von mir gesehen, der war von vor 2 Jahren, glaube ich sogar. Da habe ich dieses Eiweiß schon mal gepostet gehabt. Und Markus kann sogar bestätigen, dass ich ESN schon ewig konsumiere selber und ihm das sogar empfohlen hatte, weil er damals immer mit seinem Kaufland-Eiweiß ankam. Und ich meinte, das ist doch das Gleiche. Ich sage, hey, hol dir mal was Qualitatives und Whey-Eiweiß. Markus, ESN Whey-Eiweiß oder allgemein Whey-Eiweiß im Kampfsport, wie wichtig findest du das? Du machst ja auch selber sehr viel Fitness. Was kannst du dazu sagen? Richtig, ich bin eigentlich auf Whey-Protein gekommen, gerade durchs Fitnesstraining. Da beschäftigt man sich das erste Mal wirklich damit, wie viel Eiweiß muss ich eigentlich zu mir nehmen. Man kommt dann auf so eine Zahl, 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind bei mir so 160, 170, 180 Gramm, je nachdem. Das ist gar nicht so leicht, durch natürliche Quellen zu sich zu führen. Ja, ihr könnt mal reinschauen, was ihr so esst. Da wirklich diese 180 Gramm reines Eiweiß hinzubekommen, ist relativ schwierig. Dann, Eiweiß ist auch nicht gleich Eiweiß, es gibt verschiedene unterschiedliche biologische Wertigkeiten. Jedes Eiweiß wird unterschiedlich schnell resorbiert. Whey-Eiweiß hat den Vorteil, Whey ist eben Molkenprotein. Ich dachte immer, für Whey steht für Weizen, ne? Whey steht für Molkenprotein. Wird sehr, sehr schnell resorbiert, hat eine biologische Wertigkeit von 100%. Wird vom Körper sehr, sehr gut verstoffwechselt. Es gibt manche Leute, die sind allergisch gegen Molkenprotein, gegen Whey-Protein. In der Regel ist es aber sehr, sehr gut bekömmlich. Michi hat mir damals ESN empfohlen. Ich bin seitdem sehr, sehr zufrieden. Nicht nur wegen dem Geschmack, sondern einfach auch wegen der Löslichkeit und weil ich auch sehr, sehr gute Ergebnisse damit habe, sowohl im Fitnessbereich als auch im Kampfsport. Kampfsport ist genau das Gleiche. Ihr wollt eure Muskulatur erhalten. Wenn ihr hart trainiert habt, habt ihr Mikrotraumen in den Muskeln. Der Körper muss sich regenerieren. Das heißt, ihr müsst ihm eine Proteinquelle zur Verfügung stellen. Proteine, der Basisbaustein für alles im Körper, für Muskeln, für Hormone. Sehr, sehr wichtig. Deswegen kann ich es euch nur ans Herz legen, ESN ist da eine sehr, sehr gute Wahl. Genau, der Markus hat es gerade schon erwähnt, was wichtig ist, wenn ihr ein Whey-Eiweiß euch holt, ob es jetzt ESN ist oder irgendwas anderes. Ihr könnt die Qualität von diesem Produkt relativ schnell feststellen, indem ihr, das ist ein Bierkasten. Ich habe extra lautlos gemacht. Der Philipp hat das bestimmt. Okay, jetzt hier nochmal, sorry dafür. Also ihr könnt die Qualität von einem Whey-Eiweiß relativ schnell feststellen. Wenn ihr das in einen Shaker tut und ein, zweimal durchshakt und die Auflösung relativ schnell, also das Eiweiß relativ schnell aufgelöst ist, keine Klümpchen drin sind, es klar ist, dann ist es in der Regel ein gutes Eiweiß. Kommt natürlich dann noch auf die Aminosäurenzusammensetzung an. Beim ESN ist es jetzt so, dass es sehr, sehr gut ist. Wir haben hier auch 80 Gramm pro 100 Gramm Eiweiß. Also 100 Gramm enthalten 80 Gramm Eiweiß, finde ich sehr, sehr gut. Was ich auch immer sehr wichtig finde, ist, dieses Eiweiß hat relativ wenig Kohlenhydrate. Das heißt, wenn einer gerade auf Low Carb ist oder einfach seine Carbs runterschraubt, ist dieses Eiweiß auch natürlich eine super Sache. Kann man nämlich mit den Carbs so ein bisschen rumspielen, ja. Weil viele Eiweiße natürlich auch sehr, sehr viel Carbs haben, weil auch viel Zucker drin ist. Hier nicht der Fall. Allgemein zum Kampfsport. Ich bin Profikampfsportler. Viele fragen mich, konsumiere ich überhaupt Supplements? Braucht man das überhaupt? Supplements, so wie der Name schon sagt, Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich eine Ergänzung zur Nahrung. Markus hat sehr schön gesagt, es ist schwer auf diesen Eiweißgehalt zu kommen. Deswegen konsumiert man eben in dieser Form Eiweiß, Whey-Eiweiß nach dem Training zum Beispiel. Und um auf seine Eiweiße zu kommen. Sollte aber nicht Hauptbestandteil sein von der Ernährung. Das heißt, ich konsumiere nicht die ganze Zeit irgendwie Eiweiß und irgendwelche Riegel oder irgendwelche Tabletten und esse einfach gar nicht mehr. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist nur eine Ergänzung zur Nahrung. Das bitte ich hier an dieser Stelle nochmal erwähnt. Ganz, ganz wichtig, ja. Weil es auch nicht gut für den Körper, wenn ihr die ganze Zeit irgendwelches Zeug einschmeißt. Was ich auch festgestellt habe, ich habe schon sehr, sehr viel Eiweiß mir geholt und gekauft und selber genommen. Bei manchen Eiweißprodukten kriegt man auch Hautprobleme, fettige Haut, Pickel und so weiter.
ist jetzt bei dem auch nicht der Fall. Jetzt nochmal, um das alles zu verallgemeinern. Ich finde, als Kampfsportler ist es Whey-Eiweiß eines der wichtigsten Faktoren. Dann gibt es noch Sachen wie natürlich Kreatin oder Aminosäuren oder Booster und so weiter. Kann ich in folgenden Videos natürlich auch nochmal weiter darauf eingehen, was ist wichtig für einen Kampfsportler, was nicht. In diesem Fall ging es jetzt nur um das Whey-Eiweiß, ob Whey wichtig ist oder nicht. Ich selber nehme es immer nach dem Training oder vielleicht sogar nach dem Aufstehen, weil dann ist der Glykogenspeicher entleert und dann kann man den schön auch auffüllen mit Whey-Eiweiß. Und so konsumiere ich also bei mir, wenn ich das nehme, nach dem Aufstehen oder nach dem Training, weil mich das auch viele gefragt haben, hey, wann nehme ich überhaupt Whey-Eiweiß? Nehme ich das vor oder nach dem Training? Whey-Eiweiß ist ein schnelles Protein, so nennt man das, wird nach dem Training konsumiert, üblicherweise, ja. Was ist deine Lieblingsgeschmacksrichtung? Meine Lieblingsgeschmacksrichtung, also wir haben jetzt hier Banane, finde ich tatsächlich auch sehr geil. Ich habe, Markus hat jetzt Strawberry White Chocolate oder sowas, das ist auch sehr geil. Also es gibt sehr, sehr viele Geschmäcker, die recht geil sind, also die zwei gefallen mir eigentlich am besten. Aber man muss auch sagen, ich bestelle mir immer nur ein Kilo, weil dann kann man variieren. Manche bestellen da 5 Kilo und haben dann irgendwann mal keinen Bock mehr nach ein, zwei Monaten. Es gibt sogar tatsächlich auch Wassermelone. Ich habe auch gedacht, schmeckt echt scheiße, aber irgendwie hat es echt geil geschmeckt. Naja, was ist deins? Kleiner Tipp, Leute, es gibt von ESN auch ein sehr, sehr gutes Isolat. Proteinisolat ist eben nochmal gefiltertes Whey. Da ist eben noch mehr Eiweiß drin, noch weniger Kohlenhydrat, noch weniger Fett. Hat richtig perverse Nährwerte für den Geschmack. Ich kann absolut empfehlen. Vanilla Ice Cream, macht's in den Shaker rein, bisschen Wasser oder Milch, ein bisschen Crush Eis rein. Das schmeckt wirklich wie Ice Cream. Ja, das ist also die Vogt-Mischung, das Vogt-Eiweiß ist einfach legendär, was er da immer macht mit seinem Eiswürfel und so. Schmeckt wie wirklich wie ein Milchshake schon fast. Ja, aber wir holen gerade so ein bisschen weit aus. Also, Fazit, Whey-Eiweiß, Kampfsport, auf jeden Fall, Fitness sowieso. Wenn, holt euch ESN, versucht euch selber mal davon zu überzeugen. In dieser Form war das hier Product Placement, aber natürlich stehe ich da mit meinem Namen dazu und sage, ich kann mit der Qualität wirklich was anfangen und ich stehe auch dahinter. Und ansonsten andere Supplement-Videos und Nahrungsergänzungsmittel-Videos, was man so für einen Kampfsport braucht, werde ich auch noch raushauen. Markus ist da ein bisschen fortgeschrittener, was das angeht, weil er eben auch sehr, sehr viel Fitness macht und kennt sich da sehr gut aus. Deswegen frage ich immer gerne um Rat bei ihm. Das war's auch zu diesem Thema. Ich verlinke es euch mal unten, könnt ihr euch mal anschauen und auch bestellen. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Das war Markus und Michael Smolik. Haut rein! Sehr geil.